Ja, es ist nicht alles schlecht, was aus Deutschland kommt. Eben. Aber sehr viel. Dann. Ja. Ja, mein Name ist Martin Schüler vom Online-Magazin Gusto, Ablass für Massenkultur, und ich freue mich sehr, heute Robert Stadtlober begrüßen zu dürfen. Danke, ich freue mich, begrüßt zu werden. Ja, meine erste Frage wirkt vielleicht erstmal ein bisschen profan und ich stelle sie trotzdem. Ja. Im Alter von 11 Jahren warst du ja als Synchronsprecher tätig, wenig später auch als Schauspieler. Wie bist du damals mit dem Schauspiel so in Berührung gekommen? Was waren vielleicht auch die Aspekte, die dich daran oder auch am Filmgeschäft so gereizt haben? Als Teenager in erster Linie schulfrei und Geld waren die Sachen, die mich am meisten gereizt haben. Und in Berührung gekommen bin ich über ganz komische Umwege. Also ich hole jetzt ein bisschen aus, ne, weil ihr seid ja für die lange Strecke, ne? Gerne. Ja, also meine Cousine hat so Kindersynchron gemacht in München. Meine Cousine lebt in München. Ich war in den Sommerferien bei ihr zu Besuch und dann hat sie mich mal mitgenommen zu einem ihrer Synchronjobs, wo sie auf einer Schaukel, also das Mädchen, was sie synchronisierte, saß auf einer Schaukel und musste immer lachen, während sie von ihrem Opa gekitzelt wurde. Es war ein jugendfreier Film. Und sie hat das dann mit Lachen eben nicht so richtig gut hingekriegt, aber ich dachte, das könnte ich ja vielleicht machen und habe dann meiner Mutter, als ich wieder in Berlin war, gesagt, ich würde das gerne auch machen. Hat sie gesagt, ja, hier ist das Branchenbuch, wo die Synchronfirmen in Berlin drin standen. Und ich dachte eigentlich, das wäre so was wie ein Fußballverein, wo man halt so jeden Mittwoch zwischen 16 und 18 Uhr hingeht. Dann meinte sie, nee, das ist richtig Arbeit, aber du kannst da mal anrufen, vielleicht suchen die jemanden. Dann habe ich bei der ersten Firma unter A stand Arena Synchron, habe ich angerufen. Und die haben tatsächlich jemanden gesucht. Ich habe behauptet, ich bin Synchronsprecher aus München. Mit 11 Jahren, da hat man einfach noch keine Hemmung. Ja? Und dann haben die mich eingeladen, dann hat meine Mutter mich da hingefahren, hat mich da rein und habe 3 Tage lang da irgendwie geheult eigentlich, weil ich es nicht hingekriegt habe. Dann konnte ich es aber. Naja, und dann war ich eben in diesem Synchron-Hassel-Hassel drin und habe da das gemacht, viel, so Zeichentrickserien. Und dahin kam dann eine Kinderagentin, die wiederum gefragt hat, ob ich nicht auch mal vor die Kamera treten würde. Und das war für mich vollkommen utopisch, weil ich dachte, sowas kann man nur in Amerika machen. Man muss dazu sagen, ich durfte nicht Fernsehen gucken als Kind. Ich habe absolut keine Ahnung gehabt von audiovisuellen Medien. Darum dachte ich, alles, was ich kannte, war bei meiner Oma ab und zu mal aus dem Augenwinkel Fernsehen. Darum dachte ich, Fernsehen wird generell in Amerika hergestellt. Und darum dachte ich, Schauspieler kannst du nur in Amerika werden. Dann meinte die aber, nee, Irrtum, du kannst auch in Deutschland Schauspieler werden. Da wäre ein Casting, komm nochmal hin. Und da war ich 12 und dann bin ich zu dem Casting gegangen und habe dann sofort die Rolle ergattert. Vor allem, weil Hauptbestandteil der Rolle war, dass einem die Haare abrasiert werden. Der Junge, den ich gespielt habe, wurde von der Russenmafia entführt. Berlin 90er Jahre, da war das ein großes Thema, Russenmafia. Genau, und ich war der Einzige, glaube ich, der gesagt hat, okay, Haare abrasieren ist nicht schlimm. Und dann hab ich das gedreht und dachte dann natürlich, jetzt bin ich der coolste Typ von der ganzen Schule. Kam mit den abrasierten Haaren zurück in die Schule, alle haben mich ausgelacht. Und dann dachte ich mir so, na, wartet mal ab, jetzt lacht ihr noch, aber in einem Dreivierteljahr kommt der Film im Fernsehen und dann bin ich der coolste Typ der Schule. Dann gab es aber eine Sequenz in dem Film, wo ich Komm lieber Mai und mache die Bäume wieder grün singe, weinend gefilmt auf einer Videokamera von einem Russen-Mafia-Typen. Und als dann der Film im Fernsehen lief, kam ich in die Schule und alle haben dann Komm lieber Mai und mach die Bäume wieder grün mir entgegengesungen. Und ich war immer noch nicht der coolste Typ der Schule. Naja, dann habe ich die Schule abgebrochen und habe beschlossen, hauptberuflich Schauspieler zu werden. Jetzt bin ich immer noch. Darauf wollte ich dich gerade ansprechen. Im Alter von nur 15 Jahren hast du ja die Waldorfschule abgebrochen. Nee, die Waldorfschule hat mich abgebrochen, Genau. viel früher. Die haben mich rausgeschmissen schon im Alter von 13 Jahren. Ja. Dann war ich nochmal auf einer International School in Potsdam with a lot of kids from, you know, embassies and stuff. And rich kids from Germany. Berlin, rich kids. Ja, mit sehr vielen Reichen war ich auf einer Schule in Potsdam. Ja. Noch, da musste ich auch selber bezahlen. Deswegen habe ich die auch unter anderem abgebrochen, weil es Ja. sehr teuer war. Ja. Meine Frage, wie hat damals deine Familie, vielleicht auch deine, ja, Klassenkameraden, Gleichaltrige, wie haben die reagiert auf diese Entscheidung auch? Die Schule abzubrechen? Ja, genau. Na, die Gleichaltrigen waren neidisch. Und meine Familie war natürlich verunsichert bis zu abweisend, ne? Also meine Mutter fand es nicht so gut, aber mein Vater habe ich erst später gesagt, der lebt ja in Österreich, der hat erst nicht mitbekommen, dass ich die Schule abgebrochen habe. Aber man muss dazu sagen, dass ich im Sommer 1998 im Frühsommer ausgezogen bin und da war ich noch in der 9. Klasse und habe dann quasi nicht mehr zu Hause gewohnt. Darum war es auch sehr schwer für meine Mutter, mich noch für die 10. zu begeistern, weil ich ja nicht mehr zu Hause war und sie musste mich dafür anrufen, um mir zu sagen, geh mal in die Schule. Ja, und dann war es auch, die Schule war einfach super weit weg. Von Kreuzberg nach Potsdam dauert ewig. Und ich habe es dann wirklich in der 10. noch irgendwie so 2, 3 Mal versucht im Herbst und habe dann den Film Sonderallee gedreht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, haben meine Kollegen mir
gut zugeredet, dass das mit der Schule scheiße ist. War dir damals in diesem Alter bereits klar, dass der Plan, ja, dem Schauspielen sein Leben zu widmen, aufgehen wird? Wie sicher warst du dir da? Gar nicht, nee, überhaupt nicht. Nee, das war ja nicht, ich habe ja nicht die Schule abgebrochen, um Schauspieler zu werden. Ich habe die Schule abgebrochen, um die Schule abzubrechen. Ich hatte keine Lust mehr auf Schule. Ich bin bis heute noch nicht sicher, ob der Plan aufgeht. Ich bin, wie gesagt, in Berlin aufgewachsen und Berlin war mal zumindest ein Ort, an dem man Pläne von sich gewiesen hat, als dämlichen westdeutschen Spießerkram. Dementsprechend habe ich nie welche gemacht und da bin ich fast nostalgisch, ich mache es immer noch nicht. Ja. Springen wir mal ein bisschen. Der Film Crazy war dann nicht nur dein Durchbruch, sondern auch der Film, durch den ich dich im Kindesalter zum ersten Mal gesehen habe. Wie alt warst du denn da? Boah, da war ich jung. Ja. Das war irgendwann im Fernsehen nachmittags auf ProSieben. Ah, ja, das ist mir auch passiert, da hatte ich aber schon einen Kater. Da war ich jung, ich bin ja 97 geboren. Ah ja, Ja. Okay, wir haben den Film ja 99 gedreht. Ja, der kam dann in den 2000ern nochmal im Fernsehen. Ich weiß, da bin ich nämlich tatsächlich auch aufgewacht und habe mich selber im Fernsehen gesehen mit einem Kater. In dem Moment kann ich mich noch erinnern, auf ProSieben. Ja, ja, genau. haben wir den gleichen Film gesehen, zur gleichen Zeit, nur dass ich schon Alkohol trinken durfte. Ja, worauf ich nun hinaus möchte, auf einmal warst du dann... Ja, sowas wie ein Teenie-Star. Mm. Zunächst mal ganz basal gefragt, hattest du schon vor dem Erscheinen dieses Films das Gefühl, in welche Richtung das geht? Dass es ja so einen Einschlag gibt, so ja, einen Hype vielleicht auch? Eine Vermutung so ein bisschen, muss man schon sagen, weil der Roman ja schon erschienen war, als ich zum Casting gegangen bin und der ja total eingeschlagen ist. Also der Roman von Benjamin Lebert, nachdem der Film ja eben dann gedreht wurde, der kam, glaube ich, im Sommer 98 oder so raus und Benjamin war auf einen Schlag Megastar, dann gab es gleichzeitig noch Stuckrad Barre mit Soloalbum und Faserland von Christian Kracht kam raus und das Jetzt-Magazin begann irgendwie groß zu werden und da gab es klar und echt gab es auch diese Band und es gab klar irgendwie erkennbar so eine neue bürgerliche Jugendkultur, ne? Also Kinder aus sozialdemokratisch aufgeklärten, nicht unbedingt armen Elternhaus hatten auf einmal sowas Eigenes. Eigene Musik, eigene Bücher, eigene Filme. Und dass das irgendwie dieser Film wahrscheinlich ein Teil davon werden würde, das war so ein bisschen zu vermuten. Dass es aber so krass werden würde, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir alle, glaube ich, nicht unbedingt gedacht. Also es war dann schon, wir waren dann auf Kinotour, das macht man so als Promotour. Wenn der Film ins Kino kommt, eiert man irgendwie so 3-4 Wochen durchs Land und geht so in jedes Kino und erzählt den Leuten irgendwie, wie es war, als man die Sexszene spielen musste und so. Da war das dann tatsächlich so, dass wir von Scharen, von Teenager-Mädchen verfolgt wurden, Tom Schilling und ich. Also wirklich, wir mussten mit dem Auto dann, ich kann mich in Münster echt noch daran erinnern, die mussten uns hinten aus dem Hintereingang raus, so Security-Typen, und ins Auto reinsetzen und sind mit dem Auto irgendwie 3-mal im Kreis gefahren, weil die hinter uns hergerannt sind und wir wollten essen gehen irgendwo. Und Münster ist ja nicht so groß. Und dann musste der halt ewig Umwege fahren, damit wir zum Italiener gehen konnten, ohne dass die uns entdeckt hätten. Oder dann war ich auf der Jugendmesse hier in Berlin, auf dem Messegelände. Und da wurde ich fast erdrückt, weil lauter verrückt gewordene Teenager-Mädchen den Tisch, die wollten so Autogramme von mir haben und den Tisch gegen die Wand gedrückt haben. Genau, also so Sachen, das war mir vorher nicht klar. Das passierte dann aber auch nicht lang, muss man auch sagen. Also es war ein paar Monate. Wie hast du dich damit gefühlt? Nicht so gut. Also ich fand's mega lächerlich, ehrlich gesagt. Ja. Ich fand vor allem mich selber lächerlich, weil ich war 17 und war halt so Deutschpunk sozialisiert eigentlich. Ne? Und so meine ganzen Idole und Leute, mit denen ich zu tun hatte, auch haben halt irgendwie Musik gemacht und waren cool und fanden halt Bravo richtig bescheuert. Ja. Und ich war auf einmal so ein Bravo-Star und habe mich vorher noch über die Leute lustig gemacht und bin es dann aus Versehen selber von einem Tag auf den anderen geworden. Also deswegen, habe ich dann auch ziemlich viel daran gearbeitet, dass es schnell wieder aufhört. Ja, es gibt ja durchaus unterschiedliche Weisen, um damit mit so einem Hype im Teenie-Alter umzugehen. Einige verschreiben sich dann dem Kommerz, finden dann irgendwie ihre Nische oder auch nicht, werden dann ja auf Dauer irgendwie langweilig. Andere rutschen ab, verstricken sich in Skandale und Exzesse. Wieder andere überstehen so einen Hype auch relativ unbefleckt. Ich finde, obwohl du ja immer als Rebell von den Medien dargestellt wurdest, hast du diesen Hype doch eher recht unbefleckt überstanden. Siehst du das ähnlich? Ja, dieses ganze Rebell-Ding habe ich eh nie so richtig verstanden. Also vor allem, es wird permanent behauptet, ich bin, also auch in Interviews, ne, kommen so Leute an, so du gehst ja als ein Rebell. Und wenn man dann mal nachfragt,
Weshalb eigentlich? Dann fällt ihnen einfach nur ein, dass es anscheinend irgendwann mal jemand geschrieben hat, weil es gibt also natürlich habe ich total wilde Sachen gemacht, aber die hat die Zeitung nie mitbekommen. Kein Mensch weiß die Skandale, die ich verursacht habe. Deswegen basiert das alles nur auf so einer Vermutung. Ja. Und das finde ich eigentlich wieder ganz gut. Aber ja, ich denke mal, dass ich es unbeschadet überstanden habe. Aber vielleicht, und das, was ich eben vorhin beschrieben habe, mir war das wirklich unangenehm und peinlich, dieses Teenie-Star-Sein. Deswegen war das für mich immer total weit weg. Und es waren zwei verschiedene Personen, ich und der Typ, den da alle so abgefeiert haben. Und ich habe dann echt alles dran gesetzt. Ich bin dann auch relativ schnell nach Spanien gezogen und war dann da und hatte mit ganz anderen Leuten und ganz anderen Welten zu tun. Das hat zum Glück keiner von der Zeitung mitbekommen. Ja. Nun hattest du ja so eine Art Punk-Indie-Sozialisation hinter dir. Pete Doherty ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, der dann mit diesem Ruhm, mit diesem frühen Ruhm überhaupt nicht klargekommen ist. Der sich ja komplett im Drogensumpf verloren hat. Ja, gab es diese Versuchung jemals oder gab es jemals so einen Punkt, an dem das schwierig wurde oder war? Ich glaube erstmal, man verliert sich nicht einfach so im Drogensumpf aus Versehen. Ich glaube, dass es eine Entscheidung ist tatsächlich. Also natürlich, es gibt sicher auch immer wieder Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber wenn man in dieser Position, in der jemand wie Pete Doherty ist, so auf Drogen abkackt, dann ist das, glaube ich, eine bewusste Entscheidung und da hat das auch was mit Traumatisierung von bestimmten Lebensweisen zu tun. Also auch ein Lou Reed ist ja nicht aus Versehen heroinabhängig geworden, der hat sich entschieden, heroinabhängig zu werden, weil er es einfach cool fand, sich eine Spritze in den Arm zu jagen. Und in dieser Tradition sieht sich, glaube ich, auch ein Pete Doherty, deswegen weiß ich gar nicht, ob dem das aus Versehen passiert ist oder ob ihn der Ruhm überrollt hat, sondern das ist halt einfach so sein Lifestyle-Ideal gewesen. Und das Problem mit harten Drogen ist dann ja, dass irgendwann halt dann die quasi pathologische Seite zuschlägt. Und wenn man halt dann erstmal abhängig ist von irgendwas Harten, dann ist der Lifestyle nicht mehr so geil, aber das denkt man, glaube ich, am Anfang nicht. Oder die meisten Junkies, zumindest mit denen ich zu tun hatte, haben am Anfang halt gedacht, dass sie es unter Kontrolle haben. Also wie man es immer denkt, das denkt man ja bei jeder Droge selber auch. Ne? Und wenn man sich halt irgendwann für Heroin entscheidet oder für Crack oder so, dann ist das mit der Kontrolle wahrscheinlich schwieriger als bei vielleicht Gras oder Bier. Aber auch da sind auch immer so Sachen, ich glaube, man kann sich auch entscheiden, irgendwie Alkoholiker zu werden. Es werden sicher auch Leute Alkoholiker aus Versehen oder durch bestimmte Lebensumstände. Aber natürlich kannst du dich irgendwann entscheiden, es ist vollkommen in Ordnung, jeden Tag um 12 Bier zu trinken. Und das fühlt sich wahrscheinlich die ersten 3 Jahre auch noch vollkommen in Ordnung an. Und irgendwann merkst du halt, dass es ohne nicht mehr geht. So. Und man kann sich aber eben auch dagegen entscheiden. Deswegen, und das immer dann auf den Ruhm zu schieben, finde ich so ein bisschen einfach. Ich glaube, der einzige Faktor, der einen vielleicht dazu bringt, dass man so krass auf Drogen oder Alkohol abkackt, wenn man sowas macht, hat eher was nicht mit dem Ruhm zu tun, sondern mit dem Tagesablauf, den man hat, der eben halt kein geregelter ist. Man kann halt einfach wochenlang nichts machen. Du kannst einfach wochenlang rumliegen, du kannst wochenlang Kater haben und niemand wird dir sagen, Alter, du musst jetzt mal wieder auf die Arbeit gehen. Und wenn das eben nicht passiert, dann ist es relativ einfach, glaube ich, zu denken, dass es ein cooler Lifestyle ist. Und dann muss man irgendwann wieder arbeiten und merkt, scheiße, geht gar nicht mehr. Ich bin ja total besoffen. Ja, ja. Nun war es ja so, das hast du auch gerade schon mal angesprochen, dass dieser Hype recht schnell auch wieder nachgelassen hat. Was war das dann für ein Gefühl? Ja, das war ja Absicht. Also es war ja durchaus selbst initiiert, dass der nachgelassen hat. Ich hätte ja auch ganz andere Filme machen können und bei den ganzen Mediengeschichten mitmachen und von einem roten Teppich auf den nächsten fallen. Das habe ich aber halt nach einem Jahr, hat mich das nicht mehr so interessiert. Und dann bin ich aus Deutschland erstmal weggezogen, dann war ich in Hamburg ganz lange, dann bin ich nach Wien gezogen und dann wurde es immer weniger und irgendwann kam dann der Hype wurde weniger, das war sehr angenehm. Irgendwann kam dann aber der Punkt, wo auch die Arbeit sehr viel weniger wurde, weil natürlich das irgendwie auch zusammenhängt, ne? Also wenn man gehypt ist, kriegt man auch mehr Jobs. Und da wurde es dann irgendwann scheiße. Oder scheiße auch nicht, aber da hat es dann halt irgendwann ein bisschen genervt, weil ich natürlich gewohnt war, dass alles relativ easy funktioniert und ich nicht viel machen musste. Also es ging alles sehr unaufwendig, mein Leben. Ich habe halt immer wieder Jobs bekommen, sehr viel Geld verdient oder verhältnismäßig viel Geld für das Alter und viele Leute fanden es gut, was man gemacht hat. Und auf einmal kam so der Punkt, wo es keinen mehr so richtig interessiert hat und da war dann der Moment, wo man selber was machen musste. Und das hat dann auch Spaß gemacht ab einem gewissen Punkt. Aber erstmal diesen Schritt zu machen, zu sagen, ja, okay, dann muss ich mir jetzt irgendwas überlegen, das war nicht so einfach. Aber da bin ich dann eben irgendwann in Wien gelandet und habe ein Plattenlabel gegründet und hatte dann tatsächlich da auch wieder sehr viel zu tun mit dem Label und mit den Leuten da und habe mich da wieder selbst aus der Affäre gezogen, glaube ich. Ja, und damit habe ich auch diese Hürde im Leben überwunden. Jawohl. Ja. Kommen wir mal auf das Filmgeschäft, auf diese Branche zu sprechen. Gerade die ersten Erfahrungen, die du da gemacht hast, interessieren mich. Ich finde nämlich,
dass es ja diese Branche schafft, gewisse Dinge aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Das hast du ja gerade auch schon mal erwähnt, ja, dass du das probiert hast. Stichwort Kokain, Partys, Alkohol. Wenn einer mal komplett durchdreht, dann steht das dann natürlich schon in der Bild-Zeitung. Aber generell ist das so ein gewisser Usus und es dringt nicht so wirklich in die Öffentlichkeit, finde ich. Mhm. Würdest du naja, mir da zustimmen auch, oder, ja, oder ja, siehst du das ähnlich? Na, es gibt sicher bestimmte Gruppen innerhalb der Filmbranche, bei denen halt Rauschmittelkonsum jetzt nicht unbedingt negativ konnotiert ist, sagen wir es mal so. Ne? Aber das ist jetzt nicht so, dass alle nur am Koks und Saufen sind. Es gibt natürlich Partys, wo auch fernsehbekannte Menschen mal besoffen sind und ich möchte niemandem zu nahe treten, aber möglicherweise auch irgendwas eingenommen haben, was jetzt unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Ne? Und das dringt dann nicht an die Öffentlichkeit, weil meistens die Journalisten vielleicht auch mitmachen oder wieder auf die Party eingeladen werden wollen. Und wenn sie jetzt bestimmte Leute da denunzieren würden, würden sie vielleicht nicht mehr eingeladen werden. Aber es ist, glaube ich, wirklich weniger, als sich das jetzt Lieschen Müller in Castrop-Rauxel vorstellt. Es ist jetzt nicht so, als wenn das alle hinter verschlossenen Türen besoffen, koksen, durch die Gegend laufen. Also meine Erfahrung ist eher, die Leute, die wirklich offensiv Drogen konsumieren, sind nicht die Stars oder die wir jetzt, du und ich, so aus der bunten Zeitung vom Friseur kennen. Das sind dann schon eher so die, die sich selber einbilden, sowas zu sein. Also weil jemand, der wirklich berühmt ist, der ballert sich ja nicht auf irgendeiner Filmparty zu, wo irgendwelche Journalisten rumstehen. Der hat dann ein Haus und macht es dann zu Hause. Ne? Also, außer du bist halt, also so Drogen nehmen in der Öffentlichkeit machen halt Leute wie Liam Gallagher früher, weil er aus der Arbeiterklasse in Manchester kam und einfach überall ballern wollte, weil er es konnte, um denen da oben zu beweisen, fuck you, ich kann überall ballern. Ne? Aber deutsche Schauspieler haben es ja gar nicht nötig, überall zu ballern, weil die meistens, wenn sie richtig reich sind, ein Haus irgendwo außerhalb von München haben und sich dann da privat zum Ballern treffen. Ist es vielleicht auch gerade so ein ja, Rock'n'Roll, den du am Schauspielen schätzt? Oder der dich vielleicht auch in deinen Anfangsjahren so ein bisschen fasziniert hat? Meinst du das Ballern? Ja, genau, diese Ballern Form von Rock'n'Roll. Nee, Ballern hat mich tatsächlich nie fasziniert. Das kann mit einem großen Mysterium aufräumen. Kokain war echt nie meine Droge. Ich habe es nie so richtig verstanden. Aber das liegt auch daran, alle Menschen reagieren ja unterschiedlich auf Drogen. Bei Kokain werde ich mir selber einfach innerhalb von Sekunden so unsympathisch, dass ich es einfach nicht nehmen kann. Es ist ja nicht nur Kokain, vielleicht auch genau, sowas wie eine Sachen. Sexuelle Freizügigkeit. Ja, aber die gibt es, die ist auch in anderen Subkulturen wesentlich interessanter und ausgeprägter als beim Film. Also beim Film gibt es oft nach Drehschluss mal ein Bier zu viel oder so. Und da knutscht dann man vielleicht mal mit der Kostümbildnerin. So, aber das hat jetzt nichts mit Mick Jagger zu tun, 1976 oder so. Also ich glaube, was mich fasziniert hat, war eher in jungen Jahren als Erwachsener wahrgenommen zu werden. Das fand ich geil. So als 15-Jähriger angesprochen zu werden wie ein Erwachsener, in einem Hotel zu wohnen und da so rumzuchecken und dann irgendwie im Taxi zu sitzen mit dem Telefon in der Hand und dann mit einer Agentur zu telefonieren. Natürlich immer extra im Taxi, damit es alle mitkriegen. So 1998 Telefon zu haben, war schon echt geil. Und dann so, ja, nee, ich weiß nicht, nächste Woche Köln, muss ich mal kurz gucken und dann das Filofax rausholen und dann so nach Terminen blättern, wo nur drei Sachen drinstehen, irgendwie zum Drachensteigen treffen mit meinem Kumpel Anton, kiffen mit irgendjemand anders und dann Mathearbeit übernächste Woche. Und dann so, ja, Köln müsste sich ausgehen am Mittwoch, können wir machen. Das hat mich fasziniert. Ja? Also eigentlich, glaube ich, von der Persönlichkeitsstruktur wäre ich gerne Manager geworden vielleicht oder so. Ja. Damals zumindest, jetzt nicht mehr. Nun haben wir auch vorhin schon mal drüber geredet, dass du ja so ein bisschen als ja, Popstar, Teenie-Star, Rebell dargestellt wurdest. Das führst du in einem Zitat aber auch auf dich selber zurück. Und zwar hast du gesagt, weil ich früher naiver war, dachte ich, ich könnte die Presse verarschen und allen einen Bären aufbinden. Heute finde ich das nicht mehr so witzig wie damals. Es hat dazu beigetragen, dass die Leute ein verschobenes Bild von mir haben. Würdest du dir da ein bisschen die Schuld auch selber in die Schuhe schieben? Ja, was heißt die Schuld in die Schuhe schieben? Du hast gerade ja dieses Taxifahren, dieses... Genau, so war, nee, aber ja, das war ja, das habe ich ja nur für den Taxifahrer gemacht. Das hat ja von der Presse niemand mitbekommen. Nee, als ich quasi berühmt wurde, habe ich gerade die Autobiografie von Rio Reiser gelesen, König von Deutschland. Und da drin beschreibt er halt, wie sie als Tonsteine Scherben damals eben die komplette westdeutsche Medienöffentlichkeit permanent verarscht haben. Ja? Vielleicht auch ein bisschen glorifiziert, weil ganz so leicht war das auch nicht. Und auch die sind daran zugrunde gegangen, dass sie irgendwelche Mysterien aufgebaut haben. Aber natürlich dachte ich, haha, da schneide ich mir mal eine Scheibe von ab, ich verarsche jetzt auch alle und habe halt irgendwelchen Müll erzählt und
habe damals, und auch fällt mir heute noch oft schwer, das zu realisieren, dass Ironie sich im Geschriebenen wahnsinnig schwer überträgt. Und auch Ironie gegenüber Ironie unbegabten Menschen sich unglaublich schwer vermittelt. Und viele Journalisten sind Ironie unbegabt, ja. Und darum kann man, das kann ich natürlich sagen, habe ich mir ein bisschen selber die Schuld zuzuschreiben, dass es ein etwas verschobenes Bild von mir gab. Aber hätte ich das alles nicht gemacht, wäre das Bild auch verschoben gewesen. Also die Bilder sind ja generell verschoben. Also ich meine, was denkst du von Elias Mbarek? Es hat sicher nichts mit Elias Persönlichkeit zu tun, sondern jeder, der hat da so sein Bild, ne? Oder genau, meine ich ja eben. Und so habe ich halt das Bild so in die Richtung verschoben, wie es vielleicht auch dann tatsächlich mir dann irgendwie doch wieder am ehesten entspricht. Ne? Aber ich konnte die westdeutsche oder die bundesdeutsche Öffentlichkeit tatsächlich nicht demaskieren. Das ist mir nicht gelungen. Das wird wahrscheinlich niemandem gelingen. Na, obwohl, es gibt Leute. Martin Sonneborn oder so. Aber ich bin ja auch kein Satiriker, ich bin eigentlich nur Schauspieler. Springen wir mal zu deiner Band, Gary. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, das R war sehr, sehr schön ausgesprochen. Ja, das Franken-R. Ja, die Band orientiert sich an relativ klassischem und konservativem Indie-Rock, würde ich sagen. In ästhetischer, aber auch in musikalischer Hinsicht. Was reizt dich so sehr an diesem Genre generell? Was waren vielleicht auch so deine Vorbilder, Idole? Ja, eben, ich habe halt Musik immer eigentlich nur gemacht, weil ich halt diese Musik toll fand. Ich habe nie irgendwie den Anspruch gehabt, da jetzt was Neues zu erfinden oder die Welt zu verändern, sondern ich wollte eigentlich immer sehr schöne Songs schreiben. Und da waren meine Idole, mein Oberidol war immer Evan Dando. Lemonheads war für mich halt die wichtigste Band meiner Teenagerzeit und Teenage Fanclub. Und zwischen den beiden bewegt sich das und die sind beeinflusst von Big Star, das ist für mich auch eben Alex Chilton sehr wichtig, auch durchaus die Verweigerung bestimmter Mechanismen. Aber natürlich ist mittlerweile alles, was irgendwie auf einer Vier-Akkord-Struktur und A, B, A, B, C, A, B Songwriting fußt, natürlich konservativ. Ne? Also dementsprechend, was reizt mich daran? Ich finde es einfach schön. Ich mag halt schöne Musik. So, und aber ich höre privat durchaus auch mal Progressiveres. Ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, vor allem geht es dann auch so ein bisschen darum, wenn man mal irgendwas Abgedrehtes gemacht hat, die Vorstellung, das dann irgendwie jahrelang spielen zu müssen, wenn es dann schon nicht mehr abgedreht sich anhört, sondern nur noch abgedroschen, fand ich immer sehr erschreckend. Darum fand ich konservatives Songwriting war immer so ein Garant dafür, dass man auch mit 30 oder bin ich jetzt schon älter sogar, mit 40 immer noch Bock hat, es zu spielen. Mag vielleicht auch ein Grund sein, dass es einem selber einfach durchgängig Spaß macht. Weil ich weiß nicht, ob man so auf so einen Cloud-Rap-Track in 5 Jahren noch Bock hat. Also ich weiß nicht, ob Young Huren sein jetziges Album in 10 Jahren nochmal spielen will. Also er wird es wahrscheinlich müssen. Ne? Weil dann sind die ganzen jetzigen Jugendlichen dann auch in dieser Nostalgiephase und dann gibt es die 10 Jahre 12-20-Tour oder was. Und Young Hurens Tattoos sind vielleicht schon ein bisschen verzogen. Nein, ich hoffe es nicht. Godspeed to Young Huren. Er wird es schaffen, immer weiter on the edge zu bleiben. Aber trotzdem altert sowas halt eher, glaube ich, als was eh schon alt war, als man es gemacht hat. Über deine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit als Musiker hast du gesagt, da kommt so ein Schauspieler daher, kriegt einen Plattenvertrag in den Arsch geschoben, meint aber die ganze Zeit besoffen sein zu müssen und kümmert sich um nichts. Wie viel Wahres hat das? Das Zitat ist schon ein bisschen älter und welche Erinnerung verbindest du so mit dieser Zeit? Ja, man soll ja angeblich nichts bereuen, ne? Aber ich bereue natürlich total viel und ich glaube jeder Mensch, also was heißt bereuen, aber ich weiß schon mittlerweile mit der Milde des Alters auf mein jugendliches Ich geguckt, dass ich da viele Sachen auch einfach hingeschissen habe. Also dass es wirklich, dass es schon sehr viele Chancen gab, sagen wir mal, wo man ein bisschen mehr mit hätte machen können. Also dass Verweigerung per se noch keine Leistung ist, sondern dass man möglicherweise eine ästhetische Verweigerungsform hätte auch finden können und die muss jetzt nicht unbedingt permanent Bier sein, ne? Wir sind schon viel, also wir haben unsere Songs schon ernst genommen, aber man muss sagen, wir sind auf Tour schon einfach irgendwie besoffen durch die Gegend gerumpelt manchmal. Das hätte jetzt durchaus auch mal ein Bier weniger sein können und vielleicht eine Stunde länger im Proberaum. Damit meine ich keinen Perfektionismus, aber es ist im Nachhinein, denke ich mir so ein bisschen so, ja, es war ganz lustig oft, aber manchmal, wäre ein bisschen mehr drin gewesen, wenn wir ein bisschen mehr gedacht hätten, okay, wir haben jetzt einen Major-Plattenvertrag, natürlich sind die alle scheiße da, aber lass uns doch versuchen, zum Beispiel so viele Platten wie möglich zu machen und nicht nur eine Platte zu machen und so viel Bier wie möglich zu trinken. Ne? Ja, das macht Sinn. 2012 kam ja die letzte Veröffentlichung heraus, zwar
Hey Turtles, Stop Running. Ja, gibt es aktuell Pläne einer Fortsetzung? Ja, es gibt etliche Songs, die auf irgendwelchen Festplatten vor sich hin gammeln. Und es gibt immer, den Plan gibt es permanent, den gab es ja auch vorher immer. Wir haben ja dann auch eine lange Zeit gebraucht, um die zweite Platte zu machen. Da haben wir auch von 2001, glaube ich, bis 2010 gebraucht. Und dann die dritte haben wir sehr schnell gemacht, weil wir dann so im Flow waren. Und dann kam aber dieser Knackpunkt, wo auf einmal alle Kinder bekommen haben und echte Arbeit wirklich wichtig wurde. Deswegen hat es da erstmal wieder ein bisschen Pause gegeben. Aber wir sind dran. Ich hoffe, vor meinem 40. Geburtstag nochmal ein Album zu veröffentlichen. Das ist in 4 Jahren. Das schaffe ich. Also, wenn alleine. Wenn die anderen nicht mitmachen, muss ich alleine machen. Ja. In meinen Augen ist ja dieser klassische Indie-Rock ja im Moment ein bisschen in der Krise. Er ist tot. Ja, er liegt einfach nicht im Zeitgeist. Nee, hört sich auch oft eklig an. Also ich finde auch ganz viele klassische Indie-Sachen, also ganz klassisch ist wieder okay, wenn so, also keine Ahnung, Dinosaur Jr. werden natürlich immer weiter geile Platten machen. Aber die junge Bands, wobei, naja, es gibt schon so ein paar Sachen. Ich habe gerade vorhin die neue EP von Sunflower Bean gehört. Das finde ich ziemlich geil. Das ist aber im Prinzip eigentlich Tom Petty gemischt mit den Go-Go's oder so. Und ich glaube, also wenn ich jetzt mal irgendwie so ganz aus dem Nähkästchen plaudern darf, die Songs, die ich jetzt so in letzter Zeit geschrieben habe, sind auch eher noch klassischer als Indie-Rock, also eher klassischer Rock, so richtiger klassischer Autofahr-Rock. Und ich glaube, das hat immer eine Zukunft. Also vielleicht Dieselgate, vielleicht wenn es keine Autos, obwohl im Elektroauto kann man es noch viel lauter hören, weil man kein Motorgeräusch hat als störendes Element. Nun kennst du ja vielleicht auch ein paar Bands, die so in unserem Magazin stattfinden. Wir konzentrieren uns ja vielleicht oder eher auf deutschsprachige Musik dann. Gibt es da auch ein paar Favoriten? Favoriten, deutschsprachige? Naja, mein Fratello, mein Brudi, Andreas Spechtel ist natürlich ungeschlagen. Also Andreas Panik. Ja, Panik ist für mich die beste deutschsprachige Band, die ich so in meiner Lebenszeit mitbekommen habe. Oder der beste deutschsprachige Songwriter. Und ansonsten bin ich natürlich immer großer Tokotronic-Fan. Was für junge Leute vielleicht so ein bisschen außerhalb des Radars stattfindet, Knaf Relem ist einer der besten Menschen überhaupt. Der hatte eine Band, die hieß Hua in den 90er Jahren und macht dann seit 1998 selber Platten, immer unter anderen Pseudonymen. Ich glaube, momentan heißt der A Tribe Called Knaf. Ah ja. Und das ist richtig, also da kann ich uneingeschränkt jede Platte empfehlen. Ja, das zum Beispiel, das finde ich sehr gute Musik. Und ansonsten von den jüngeren Sachen, Heiterkeit bin ich natürlich auch voll dabei. Stella Sommer ist großartig. Ilge Nur finde ich super. Weiß nicht, die singt natürlich Englisch, das fällt dann wieder bei euch wahrscheinlich raus. Ein bisschen. Wer singt denn noch Deutsch? Isolation Berlin. Isolation Berlin, ja. Solche Dinge. Ja, Switcher finde ich auch gut. Isolation Berlin finde ich auch gut, aber ich finde ja Panik ja auch gut. Eine Band reicht ja oft. Es gibt gerade eine Band, die ein bisschen an Japanik anknüpft. Das ist die Wiener Band Pause Jets. Ja, findest du, dass die an Japanik... Ich weiß, dass alle das schreiben. Ich bin mir sehr sicher, dass die sehr viel Japanik gehört haben. Aber ich finde das schon, dass es anders ist. Nur weil jemand aus Österreich kommt und nicht besoffen ist permanent. Es ist vielleicht die Stimme. Und kein Vocoder benutzt. Es gibt ja eben Wanda, die sind ja wirklich... Das sind wir uns ja alle, glaube ich, einig. Die ersten... 2 Singles waren super und danach ging es sehr steil bergab. Und bei Pauls Jets geht es sehr steil bergauf, aber ich würde ihnen den Gefallen tun wollen, zu sagen, dass sie doch eigenständig klingen. Also klar orientiert an Japanik, aber da müsste man Andreas Spechtel auch vorwerfen, dass er sich sehr an Lou Reed orientiert. Wobei man sagen muss, er hat Lou Reed eins voraus, er singt Deutsch. Und da wir vorhin festgestellt haben, dass nicht alle Sachen aus Deutschland schlecht sind, warte mal, aber Andreas kommt aus Österreich. Ich verstricke mich in Widersprüchen. Pauls Jets finde ich sehr gut. Es war auch nicht als Vorwurf gemeint, sondern im besten aller Sinne von Ja, ich weiß. Trotzdem ist es immer, glaube ich, für eine junge Band ein bisschen nervig. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt Songs schreiben würde und ich würde mit Andreas Spechtel verglichen werden, würde es mir tierisch auf den Zeiger gehen. Ist auch irgendwo verständlich. Was ja gerade ziemlich im Zeitgeist liegt, ist der Rap. Yeah. Und ich habe die wunderbare Durch die Nacht mit Episode mit dir und Alec Empire gesehen. Oh Gott, da geht es auch, da geht es ganz, ganz viel auch um Rap. Und auch, du beschwerst dich da ziemlich. Ah ja, aber das war natürlich eine ganz andere Zeit. Ja, stimmt, ich erinnere mich wieder. Ja. Auch über die Werte, die natürlich Rap vermittelt, die sich in meinen Augen gar nicht so sehr geändert haben. Es ist ja, immer noch sexistisch, oberflächlich, homophob. Ja. Aber da ging es ein bisschen um Deutschrap, also in erster Linie, in meiner Kritik damals in der Sendung. Und der Deutschrap damals, wie auch ein bisschen heute, der sich sexistisch und homophob geäußert hat,
der kam natürlich aus, sagen wir mal, relativ okay situierten Hintergründen. Ja? Das ist jetzt, ich glaube, es ist was anderes, ob du es als Kunstform benutzt, wenn du aus Compton kommst, ja, und damit auch ganz klar an eine Kulturpraktik anknüpfst und das einfach eine kodierte Form der kulturellen Kommunikation ist, ja, oder ob du dich einfach nur als Gymnasiastenidiot hinstellst und sagst, ey, du Homo-Fotze, und das dann auch behauptest, das wäre irgendwie Kunstfreiheit. Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Sachen. Und zu dem Zeitpunkt, als wir darüber gesprochen haben, Alec und ich, da hat gerade irgendwie, glaube ich, das Wort Homo Idiot oder Arschloch als liebstes Schimpfwort auf dem Schulhof abgelöst, haben irgendwelche schlauen Leute rausgefunden. Und das, ja, war zu einer Zeit, als tatsächlich irgendwie gleichgeschlechtliche Liebe oder wie auch immer nicht-binäre Identitäten noch nicht ganz so en vogue waren wie jetzt, also auch in der Subkultur nicht, ja? Also auch in so Kreisen, wie wir uns bewegen, im Indie-Rock schon mal gar nicht, das war ja auch ein total sexistischer Haufen, aber da wurde es zumindest meistens nur Backstage gelebt und nicht unbedingt in den Texten. Aber eben im Hip-Hop fand ich das damals wirklich erschreckend, weil natürlich das eine, die Sprache, die man über Popkultur mitbekommt, die Sprache ist, die einem das Bewusstsein formt. Und dieses Bewusstsein könnte schöner geformt werden. Vor allem, wenn man eben so einen Zugriff auf verschiedenste Formen von Ausdrucksweisen hat, die man eben im Hip-Hop hätte. Und findest du, dass man da Schritte nach vorne gegangen ist? Ja, es ist zumindest so, finde ich, dass Ironie leichter zu erkennen ist. Also bei MC Bomber glaube ich nicht, dass er ein homophobes Arschloch ist oder ein sexistischer Vollidiot. Bei Bushido bin ich mir sicher, dass er ein homophobes Arschloch und ein sexistischer Vollidiot ist. So, und sagen wir mal so, das, was andere Rapper vielleicht vor 10, 15 Jahren behauptet haben, dass es eine Kunstform ist, das kann ich jüngeren Rappern eher abnehmen. Also jetzt mal abgesehen von vollkommenen Pfosten wie Kollega oder so, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden, aber so Leute, die halt Texte schreiben können und tatsächlich mehr als einen Endrhyme pro Zeile zustande kriegen. Nee, pro Zeile kriegt man nur einen Endrhyme zustande. Pro, sagen wir mal, 5 Bars zustande kriegen, ja. Den glaube ich mittlerweile tatsächlich, dass sie da mit einer Ironie spielen und das natürlich auch einen Schockmoment hat. Also auch um so Leute wie mich, so Opis wie mich irgendwie abzufacken. Ich finde natürlich MC Bomber spittet ziemlich fresh, ja. Aber sehr viele Sachen von ihm finde ich tatsächlich eklig irgendwie. Und da geht es aber, glaube ich, auch ein bisschen darum, dass Leute mit 36 halt sich denken, ne? Darum, aber ich könnte mir vorstellen, sagen wir mal so, ich habe ihn auch schon mal im persönlichen Gespräch getroffen. Er hat zumindest behauptet, vielleicht hat er es auch nur mir gegenüber behauptet, dass gar nicht alles ernst gemeint ist. Whatever. Vielleicht ist es auch eine Mischform einfach. Es ist eine Mischform. Wahrscheinlich ist man halt einfach mit Anfang 20 auch mit sehr vielen Pimmelgeschichten als pimmeltragender Mann beschäftigt. Und dann kann ich den einfach allen nur wünschen, dass sich das auflöst, weil bei mir hat sich es aufgelöst. Ich bin nicht mehr ganz so mit meinem Pimmel beschäftigt. Weil es zu anstrengend ist auf Dauer? Nö, man kann mit seinem Pimmel immer noch sehr viel Spaß haben, aber man hat irgendwann, merkt man, dass das Universum auch aus anderen Perspektiven ganz schön aussehen kann. Nicht nur aus der Pimmelperspektive. Vor allem nicht aus der Pimmelperspektive. In dieser angesprochenen Durch-die-Nacht-Mit-Episode wirkst du auch fast ein bisschen nostalgisch, dass diese Indie-Welle so ein bisschen im Sterben lag. Habe ich das richtig interpretiert? Da lag sie damals schon im Sterben, ja. Ne? Und jetzt ist sie noch viel... Jetzt ist sie komplett mausetot. Ja, nostalgisch. Ja, natürlich, das war halt... Obwohl... Der Witz war ja, das war ja gerade so, es musste 2008, 2009 gewesen sein, nehme ich 2008. Mal an. 2008. Da siehst du, 2005 haben wir das Label gegründet und da ging es in Wien eigentlich gerade so los. Und dann 2008 hört das in England so ein bisschen auf, aber in Wien habe ich mich ja damals geirrt. Da bin ich dann aus Wien weggezogen und dann ging es erst richtig los. Also dementsprechend war das eine falsche Nostalgie. Ja, also... ich glaube, in Wien, wenn man jetzt immer noch Indie-Rock spielen wollen würde, sollte man wahrscheinlich nach Wien ziehen. Obwohl, das ist auch schon viel zu spät. Das ist ungefähr so, wie wenn man 1996 nach Seattle zieht und Grunge spielen will. Ja, ein bisschen zu spät, das stimmt. Ja. Du erläuterst außerdem, dass man so Geschmack fast stalinistisch erziehen sollte in dieser Episode. Das ist natürlich auch ironisch gemeint, aber... Nicht nur. Nee? Naja, ich glaube halt, dass... in einer Welt, in der Kulturgüter vollkommen dem Gesetz des Kommerzes unterliegen, ja, und alles, was produziert wird, um uns zu unterhalten, so produziert wird, damit wir morgen wieder einschalten, es natürlich nicht dazu,
dazu führen wird, dass wir die größtmögliche geistige Emanzipationsstufe erreichen. Weil dann würden wir nämlich sagen, leck mich am Arsch, ich habe keinen Bock, euren Scheiß immer zu kaufen. Dementsprechend bin ich der Meinung, dass sowas wie zum Beispiel öffentlich-rechtlicher Rundfunk durchaus ein Instrument wäre, um die Leute im Sinne eines Kulturstalinismus etwas zu erziehen. Also zum Beispiel so eine dröge Sendung wie Kulturzeit einfach um 20.15 Uhr auf der ARD zu senden. Ja, dass man schon einfach irgendwie gezwungenermaßen sich dann diese ganze Scheiße reinziehen muss. Und man kann die Beiträge ja möglicherweise auch etwas fresher gestalten, sodass auch junge Leute sich dafür interessieren. Und ich glaube schon, dass man damit ein Bewusstsein stärken kann, zumindest was sich dann vielleicht für andere Sachen interessiert, als die, für die man sich jetzt interessiert. Also siehe jetzt, keine Ahnung, so Streaming-Portale oft, da kriegt man ja selber schon schlechte Laune, wenn man in der fünften Folge von einer Serie schon merkt, die bauen diese Serie nur dafür auf, dass ich wieder weitergucke. Und es geht überhaupt gar nicht mehr darum, eine Geschichte zu erzählen. Oder wenn du einen Track anmachst und merkst, okay, der muss jetzt sofort zu Peak kommen, weil die Angst haben, dass ich sofort irgendwie weiter scrolle. Das macht ja irgendwie auf Dauer keinen Spaß. Da hätte es ja niemals, weiß ich nicht, jetzt Schostakowitsch oder so, wäre ja gar nicht möglich unter diesen Parametern. Ne? Und es wäre schade, wenn sowas gar nie mehr möglich ist, wenn alles immer nur noch irgendwie so auf Endorphinausschüttung auf den schnellstmöglichen Moment irgendwie hinarbeitet. Und dem kann man meiner Meinung mit, Stalinismus ist so ein ekliges Wort, darum ist es schon ironisch, aber dem kann man natürlich mit einer Bildungskeule ernsthaft entgegentreten und Leute einfach teilweise dazu zwingen. Ne? Also, oder sagen wir mal so, Sachen, die eben nicht kommerziell abhängig produziert werden müssten, die zum Beispiel Förderung und Subventionen bekommen, da kann man auch mal Sachen machen, die einfach tierisch nervig sind, wo jeder sofort abschalten würde. Ich würde dir 100% zustimmen, ja. Ja. Und dann die Leute zwingen, dass sie sich das bis zu Ende anhören müssen. Du wirst im Theater gefesselt 2 Stunden lang und dir geht einer, zum Beispiel Markus Bösfleisch, 2 Stunden lang tierisch auf die Nerven. Ja? Oder ich könnte es auch machen. Ja, wäre großartig. Ja, ich ganz super, super langweilige, mega anstrengende Texte, total schlecht vorgelesen. Stundenlang. Und du darfst nicht gehen. Da kriegt man gleich ein ganz anderes Verständnis. Weil so habe ich Deutsch gelernt. So hab ich meine Liebe zur deutschen Literatur entdeckt, weil ich dann gemerkt habe, das meiste ist so dröge und so scheiße, da muss doch irgendwas anderes sein. Und siehe da, Rolf-Dieter Brinkmann. Gibt es. Bam. Wäre ich nie drauf gekommen, wenn alles sofort nach 2 Minuten zumindest super unterhaltend gewesen wäre. Ein weiterer Kritikpunkt damals war irgendwie das Internet, beziehungsweise die Weise, auf die das Internet ja, Musikschaffen beeinflusst hat. Das ist ja heute noch ein bisschen stärker geworden. Gerade auch auf diese Unterarten von Rap, Cloud-Rap und Trap, da spielt das eine sehr, sehr große Rolle. Wobei der Alec ja, glaube ich, noch ein bisschen nostalgischer ist als ich, weil der ja tatsächlich aus einer Zeit kommt oder aus einer Kultur kommt, die zu einer Zeit sich mit dem Internet beschäftigt hat, war mir Internet noch vollkommen wurscht. Also ich habe Atari Teenage Riot auch immer geil gefunden, aber nie so richtig, also ich wusste nie, wie das technisch vonstatten geht. Da war Alec ja schon damals far out. Und ich glaube, dass die Kritik, die er da hat, natürlich die Utopie der 90er Jahre, das Internet ist die freiste aller möglichen Welten und wir können uns da drin alle auf unsere Art und Weise verwirklichen und niemand, wirklich niemand, kann uns Grenzen setzen, dass das weg ist und dass das Internet mittlerweile auf 3 oder 4 Global Player irgendwie runtergebrochen ist, das ist schon ein bisschen scheiße, weil letzten Endes ist man beim Privatfernsehen angekommen. Da gab es irgendwann auch nur noch RTL, Sat.1 und Pro7 und jetzt haben wir das Gleiche halt im Internet. Ne? Wie nutzt du vielleicht auch so soziale Kanäle wie Instagram für deine Karriere? Gar nicht. Wie wichtig ist es für dich als... Das nehme ich, also Leute, die das für ihre Karriere ernst nehmen, nehme ich nicht ernst. Das ist vollkommener Blödsinn. Es gibt jetzt dann so Filmproduzenten, die behaupten, oder es gibt Leute, die behaupten, Filmproduzenten würden Leute nur noch anhand ihrer Follower besetzen. Dann hoffe ich, dass ich ganz bald arbeitslos werde, weil das ist so dermaßen dumm. Also, weil, ja, Instagram war irgendwie mal eine Zeit lang ganz witzig, aber auch eigentlich nur, weil man von dem anderen sozialen Medien, Dingsbums Facebook, halt so angenervt war. Und dieses ganze Rumgehate einem so auf den Zeiger gegangen ist, dass man halt irgendwann dann halt als zur Beruhigung gerne Fotos angeguckt hat. Und ich habe es tatsächlich immer so gemacht, weil ich früher nie gern fotografiert habe, weil mir es immer auf die Nerven gegangen ist, ein Fotoapparat mitzunehmen und Leuten auf den Zeiger zu gehen mit einem Fotoapparat so. Habe ich als Jugendlicher nie ein Fotoapparat gehabt. Und dann, seit der im Handy war und dann auf einmal Instagram war, dann gab es auf einmal einen Grund dafür, Sachen zu fotografieren. Und da ich viel in Orten bin, alleine, wo ich niemanden kenne und da so rumlatsche, fand ich dann Instagram eine Zeit lang ganz witzig für das. Und mittlerweile benutze ich tatsächlich einfach zum Kacken. Beim Kacken ist Instagram das Beste. Man braucht nicht umblättern,
Es überfordert einen nicht. Man braucht nicht länger sitzen bleiben. Früher war es halt so, du hast ein Buch gelesen, scheiße, ich muss das Kapitel noch zu Ende lesen, aber ich sitze jetzt schon ewig lange auf der Schüssel, hat schon einen roten Ring am Arsch. Und bei Instagram kannst du einfach ausmachen, weil es kommt eh nichts Neues, wenn man fertig gekackt hat. Und man kann sich einen Arsch abwischen und gleichzeitig im Handy scrollen. Das geht mit der Zeitung natürlich nicht. Ja, aber natürlich, ganz früher haben Leute sich ja mit der Zeitung den Arsch abgewischt. Letzten Endes ist dann Instagram wahrscheinlich die Weiterentwicklung dessen. Man kann sich damit, bildlich gesprochen, auch den Arsch abwischen. Springen wir nochmal weiter zurück, genauer um 16 Jahre ins Jahr 2003. Da hast du dem Spiegel ein Interview gegeben und unter anderem gesagt, ich habe nicht mal Geld für eine eigene Wohnung. In letzter Zeit habe ich nur in abgeramschten WGs gelebt. Das hat mich dann doch sehr überrascht, weil ich sagen muss, dass du ja doch ein Schauspieler von relativ hohem Bekanntheitsgrad warst und auch bist. Ja, wie schwierig ist das Thema Gelderwerb im Schauspiel? Ja, also natürlich verglichen mit anderen Metiers, wie zum Beispiel Indie-Rock oder Cloud-Rap, geht es im Schauspiel wesentlich einfacher, Kapital zu akkumulieren. Man kriegt relativ schnell relativ viel Geld. Aber zu dem Zeitpunkt war ich noch sehr jung und da gab es noch so was Schönes wie Jugendgagen. Das heißt, man wurde eigentlich nur ungefähr mit einem Drittel dessen abgespeist, was erwachsene Schauspieler bekommen haben. Ich habe aber schon nicht mehr zu Hause gewohnt und so. Aber als ich das Interview gegeben habe, da habe ich noch Jugend. Und dann habe ich aber in Hamburg gewohnt und habe auch sehr viel Geld sehr vielen anderen Leuten gegeben. Deswegen war auch dann viel weg. Also ich war schon immer, ich habe nie gespart. So, ich habe Geld immer relativ offen verteilt. Das war immer meine Vorstellung von Sozialismus und ist es auch immer noch. Der den schnellsten und einfachsten Zugriff zu Kapital hat, der sollte es auch streuen unter seinen Genossinnen und Genossen. Und das habe ich gemacht und das Interview, da habe ich das so in einem Nebensatz erwähnt und der Spiegel fand es natürlich wahnsinnig flash irgendwie, oh krass, der Jungschauspieler hat kein Geld für eine eigene Wohnung. Und das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch wirklich so, weil ich davor irgendwie ein Dreivierteljahr mit vier Freunden in Südamerika war und wir alles verballert haben. Und dann hatte ich wirklich wenig Geld und hatte meine Sachen auf dem Balkon von Alvaro, einem Kumpel von mir, auf dem Balkon, so ein Blödsinn, auf dem Dachboden. Und habe dann bei dem halt gewohnt und mal da und mal dort. Und bin dann aber auch relativ bald nach Wien gezogen. Da hatte ich dann auch wieder eine eigene Wohnung. Eine kleine allerdings. Ja, aber ich glaube, es war so eine Kombination aus. Ich fand, dass das ziemlich derbe klingt, zu sagen, ich habe kein Geld für eine eigene Wohnung. Und der Spiegel fand es noch derber. Und damit wurde es dann zur Überschrift. Ja. Bam, so funktioniert Journalismus. Ja, für manche Medien zumindest. Ja, für den Spiegel auf jeden Fall. Also Spiegel Online vor allem. Ja. Ich gehe davon aus, dass du die nächste Frage aufgrund deines Antifa-Hintergrunds verneinst. Ich stelle sie aber trotzdem. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Ich finde nämlich, dass gerade so Schauspielstars, Idole, Hollywood, das verbindet man alles mit Dekadenz und Luxus. War das finanzieller Reichtum, Luxus jemals ein Ziel? Luxus, das kommt ja immer eine Definitionssache. Finanzieller Reichtum ist natürlich immer ein Ziel, eben um es zu vergesellschaften unter meinen Genossinnen und Genossen. So, also umso mehr gut bezahlte Projekte ich mache, die auch halbwegs erträglich für mich künstlerisch sind, desto mehr Sachen kann ich anschieben, die von vornherein kommerziell zum absoluten Scheitern verurteilt sind. Oder desto mehr kann ich Leute zum Essen einladen. Also deswegen war das schon immer, mein Ziel war schon immer großzügig zu sein. Das hört sich jetzt auch sehr eitel an, aber das war tatsächlich immer so ein bisschen ein Ideal von mir, großzügig sein zu können, ohne sich darüber Gedanken machen zu müssen. Weil das ist natürlich auch eine egoistische Nummer, weil es mir sehr viel Spaß macht, großzügig zu sein. Aber nicht im Sinne von, dass ich mir da irgendwas damit erkaufe und Leute schulden mir dann was, sondern einfach tatsächlich ohne Hintergedanken und ohne mir selber Gedanken darüber machen zu müssen, zu sagen, lass mal, ich zahle. Das fand ich schon. Oder halt eben auch zu sagen, lass uns mal dieses Theaterprojekt machen. Das wird nix, aber lass uns das machen. Ich habe letztes Jahr genug Geld verdient, das kriegen wir hin. Das war immer ein Ziel und ist immer noch mein Ziel und wird es auch weiter bleiben. Und letzten Endes, so verlottert dieser Planet und vor allem die Wohlstandsblase, in der wir uns befinden, schreit es geradezu danach, dass man selber versuchen sollte, so viel von dieser Kohle abzukriegen wie möglich. Aber es gibt halt eben Grenzen. Ne? Also ich könnte natürlich sehr viel reicher sein, wenn ich zum Beispiel Werbung mache. Werbung finde ich unhörig, sowas zu machen. Ich finde, das macht man nicht. Ich finde das, also gerade wenn man Künstler ist oder Schauspieler, finde ich, macht man es einfach nicht. Weil man finde, dass man damit seine Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer einfach verarscht.
Also man kann nicht auf der einen Seite irgendwie einen super melancholischen Independent-Film machen, wo es um Lebensfindung geht und dann 3 Tage später demjenigen einen Bausparvertrag verkaufen. Das ist einfach scheiße. Ja, das kann ich nachvollziehen. Es folgt nochmal ein weiterer Themenwechsel, auch ein weiteres Zitat. Ich entdecke mich eigentlich in jeder Rolle wieder, sonst könnte ich sie gar nicht spielen. Ist das die eigentliche Gabe, die es braucht als Schauspieler, die Fähigkeit und Bereitschaft zur Empathie? Puh, das geht ja richtig ans Eingemachte. Ich würde mal sagen, als ich diese Frage so beantwortet habe, war ich noch ein bisschen naiver. Ich würde jetzt eher sagen, ich mache jede Rolle zu meiner Rolle. Also ich habe mittlerweile das Gefühl, dass Schauspielerei, das mag auch vielleicht an der Veränderung der Kultur liegen, eher was Performatives ist. Und zwar im Sinne von, dass immer ein Teil von mir in dem drin sein muss, was ich darstelle. Weil ich versuche, mittlerweile zumindest eine gewisse Distanz zur Figur zu wahren. Also ich finde so Method Acting, ich werde zu dem irgendwie sehr langweilig. Ich habe eher jetzt das Gefühl, dass es um Inhaltsvermittlung geht und die natürlich die Vermittlung anhand von einer Aneignung bestimmter Charaktermerkmale, um dann eben so eine Illusion entstehen zu lassen. Ja? Aber dass es trotzdem darum geht, dass ich, also ich Robert, tue so, als wäre ich. Oder am besten am Theater vor allem, ich Robert bin jetzt hier und spreche Texte in verschiedenen Aggregatzuständen. Die mögen auch mal sein, dass ich so tue, als wäre ich ein Hahn, aber es ist ganz klar nicht so, dass ich mich in den Hahn einfühle, sondern Robert tut so, als wäre er ein Hahn und spricht jetzt diesen Text so, wie Robert denkt, dass ein Hahn ihn sprechen würde. Das finde ich momentan zumindest am Theater das, was mich am ehesten interessiert. Ja, mich interessiert nicht mehr wirklich Hänsel und Gretel und der eine ist wirklich Hänsel und die andere ist wirklich Gretel. Also naja, doch, wenn es wirklich Hänsel und Gretel wären, würde es mich schon interessieren, aber ernsthaft zu glauben, die Zuschauer sind so naiv, dass sie glauben, dass das jetzt Hänsel und Gretel sind, das finde ich irgendwie schade, weil das macht es so eindimensional und ich glaube, dass da sehr viel mehr Zwischentöne drin sind, wenn man von vornherein an dieser Abmachung festhält zwischen Zuschauer und Performer. Ich bin ein Performer, ihr seid die Zuschauer. Es ist alles nicht echt, was wir hier machen. Daran auch anknüpfend, was war so die Rolle, die in deiner Laufbahn, bei der es dir am schwierigsten gefallen ist, dich irgendwie einzufühlen, die dir zu, ja, eigen zu machen? Ja, das gibt es eigentlich gar nicht mehr, weil ich so faul bin, dass ich solche Sachen dann per se schon mal ablehne. Wenn ich das Gefühl habe, da kriege ich mich nicht reingefühlt oder ich weiß nicht, wie ich das erzählen soll oder da fällt mir nichts zu ein, was ich erzählen könnte, dann mache ich es einfach nicht. Deswegen. Also, wie oft kommt das vor? Dass du Rollen deswegen ablehnst? Oft, weil, öfter. Ja, oft ist jetzt auch übertrieben, aber öfter. Es passiert mir schon durchaus, dass ich mir denke, so, nee. Das ist mir jetzt irgendwie, da fällt mir nichts zu ein. Also das, oder man sieht, was ich dann ganz schlimm finde, oft bei Filmen, man sieht so die Absicht. Das muss gar nicht mal eine kommerzielle sein, das kann auch eine moralische sein oder so. Wenn man die Absicht sieht, was das sein soll, was das dem Publikum so didaktisch vermitteln soll oder eben kommerziell vermitteln soll, dann fällt mir auch zu der Figur nichts ein. Also mir geht es irgendwie immer, glaube ich, für mich selber vielleicht widersprechend zu dem Zitat, was du da zitiert hast. Mir geht es dann wahrscheinlich auch darum, dass für mich selber auch ein Geheimnis bleibt, weil dann das für den Zuschauer auch. Möglicherweise bilde ich mir ein, irgendwie interessanter und schwimmender bleibt. Also wie jetzt, keine Ahnung, Stella Sommer zum Beispiel schreibt in ihren Texten ja auch nicht. Heute Morgen bin ich aufgestanden, habe mir die Zähne geputzt und dann bin ich vor die Tür gegangen und so klar nachvollziehbar. Es geht ja darum, irgendwie diesen Graubereich irgendwie offen zu lassen, den man vielleicht selber auch gar nicht immer versteht. Und der macht es dann wahrscheinlich, bilde ich mir zumindest ein, oder das, was mich an Künstlern fasziniert, macht es dann spannend und dann möchte ich zuhören. Was war die Rolle, mit der du dich am besten identifizieren konntest, bei der es dir wirklich am leichtesten fiel, dich einzufühlen? Im Fernsehen oder im Film würde ich immer noch sagen Peer Gynt. Also es war so ein Glücksfall von Filmen, den wir da machen konnten. Der Arte und Dreisat hatten eine Zeit mal so ein bisschen Geld übrig für Theaterfilme, so haben die das genannt. Und es war dann so ein Hybrid zwischen dem performativen Theatertext und tatsächlich Film. Und da haben wir, Peer Gynt ist so die psychedelischste Version von diesen Filmen gewesen. Das haben wir auf Usedom gedreht in einem Sommer in 17 Tagen, ohne frei zu haben. Und alle haben einfach durchgeballert. Und das hat mir nachhaltig Spaß gemacht. Also da denke ich immer noch gerne dran zurück. Nun hast du ja bereits in Hamburg, Wien, Barcelona, auch in Berlin gewohnt. Mittlerweile wohnst du ja in Berlin. Da erkenne ich schon so eine gewisse Sehnsucht zur Veränderung. Ein Fernweh vielleicht auch, ein Aufbegehren gegen Stillstand. Woher kommt das?
Weiß ich nicht, aber ich kann mich zumindest daran erinnern, dass ich als Kind schon immer gerne bei anderen Leuten übernachtet habe. Letzten Endes vielleicht einfach aufgrund der Angst vor der Endlichkeit. Also zu wissen, dass man halt einfach nur einen begrenzten Zeitrahmen hat, in dem man Dinge halt erleben kann, weil man danach halt wieder tot ist. Und das mag dazu führen, dass ich mir denke, okay, wenn ich in, sagen wir mal, 30 Jahren sterbe, habe ich vielleicht nicht unbedingt Bock, davon 20 Jahre in der gleichen Bude gehockt zu haben und immer zum gleichen Bäcker gegangen zu sein. Das kann sicher auch schön sein. Peter Handke zum Beispiel wohnt ja schon sehr, sehr lange am gleichen Ort. Aber der macht dann wahrscheinlich Fantasiereisen. Vielleicht bedeutet das, dass ich zu wenig Fantasie habe und deswegen immer umziehen muss, weil meinem eigenen Kopf ist zu langweilig. Ja, das ist eine schöne These. Ist dir diese Freiheit als Vater zweier Kinder überhaupt noch möglich gerade? Oder hast du vielleicht sogar den Willen mit der Familie zur Konstanz oder deine Liebe zur Konstanz entdeckt? Nee. Es wird natürlich konstanter zwangsläufig. Das wird noch viel konstanter ab dem Moment, wo die Kinder in der Schule sind. Momentan ist ja die eine noch ganz klein und die andere im Kindergarten. Und die sind aber schon relativ früh darauf gebrieft worden, dass wir viel unterwegs sind. Meine Frau ist Bühnen- und Kostümbildnerin. Die ist auch permanent an anderen Theatern und dann packen wir mal alles in und wir haben so einen VW-Bus, packen alles rein, fahren dann da und sind dann 2 Monate irgendwo an einem Theater und dann bin ich nur mit den Kindern und sie arbeitet und andersrum machen wir es auch. Also ja, es ist konstanter geworden in dem Sinne, dass ich jetzt, früher war es so, dass ich mit Stolz behaupten konnte, ich war dieses Jahr keine 6 Wochen in Berlin. Das kommt nicht mehr vor. Jetzt ist es eher so, dass ich 6 Wochen des Jahres weg bin und den Rest der Zeit mehr in Berlin oder versuche. Und da muss ich sagen, ja, das gefällt mir sogar auch manchmal. Ja, nun möchte ich dich noch ein allerletztes Mal zitieren. Und ja, zwar bitte. Mit dem Satz, ich kann mir noch nicht vorstellen, Vater zu sein, aber versuchen würde ich es, weil ich primär gegen Abtreibung bin. Ja. Meine erste Frage zu diesem Satz, warum bist oder warst du ein Abtreibungsgegner? Ich nehme an, weil ich ein als Mann sozialisierter 20-Jähriger war, als ich das gesagt habe. Ich glaube, was ich damit meinte, war möglicherweise, dass ich, so wie das viele Männer, glaube ich, sagen, wenn sie primär gegen Abtreibung sind, aber ich war, wie gesagt, 20, wahrscheinlich, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Frucht meines Leibes, ja, die aus mir heraus entstanden ist, umgebracht wird. Natürlich muss ich das revidieren. Das ist totaler Quatsch. Also wenn ich mir jetzt überlege, jetzt irgendwie 16 Jahre später und ein bisschen was von der Welt mitbekommen, habe ich überhaupt nicht für oder gegen Abtreibung zu sein. Ich bin ein Typ. Das geht mich einen Scheißdreck an. Frauen können für oder dagegen sein, aber eigentlich auch nur in ihrem eigenen Körper. Und ansonsten geht es niemandem was an, was sie vor allem, also die Frau, eben mit ihrem Körper macht. Darum kann man da nicht gegen sein. Außer man ist selber eine Frau und schwanger. Dann kann man dafür oder dagegen sein. Ja, damals konntest du es dir nicht vorstellen, Vater zu sein. Stell ich jetzt mal halb ernst, halb ironisch eine bunte Frage. Ja. Ja, wie ist es, Vater zu sein? Und wie lässt sich das vielleicht auch mit dem Beruf des Schauspielers vereinbaren? Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Es ist total abgefahren. Es ist super, es ist psychedelic. Shit, ernsthaft. Man wacht morgens auf und denkt sich jedes Mal so, what the fuck is going on? Das ist meine Tochter und das ist auch meine Tochter. Ich habe 2 Töchter. Wow! Es ist total geil. Also es ist wirklich, das muss ich echt aus der Tiefe meines Herzens sagen, es ist großartig. Es ist unglaublich anstrengend, viel, viel anstrengender, als man sich es jemals vorgestellt hätte. Ich war, seit meine große Tochter auf der Welt ist, nicht mehr krank. Also weil es einfach nicht geht, zeitlich ist es nicht möglich. Man kann nicht mal einfach einen Tag lang rumliegen, es ist nicht möglich. Es gibt so Sachen wie, ich muss irgendwo, fahre zum Arbeiten hin und bin 3 Tage in, sagen wir mal, London. Dann arbeite ich und gehe ins Hotel in London, bestelle mir was zu essen aufs Zimmer und schlafe. Und gehe nicht aus, weil ich einfach keinen Bock habe, weil ich einfach nur froh bin, mal kurz zu pennen. Aber genauso gibt es auch die Momente, wo ich mir denke, wie geil ist es bitte, ich bin ab morgen wieder zu Hause, meine Tochter springt mir ab 7 Uhr auf der Brust rum und wir gehen danach in den Park und machen irgendwelchen Scheiß. Und wir sprechen immer Pittiplatsch und Moppi, das kennen nur Leute aus Ostberlin. Das sind so Märchenfiguren aus der DDR. Und das machen wir eigentlich den ganzen Tag und das bringt tierisch Bock. Also ich bin Moppi und sie ist Pittiplatsch. Pittiplatsch der Liebe, das ist ein kleiner Kobold. Und Moppi, wuff, ist so ein Hund, wuff, wuff. Und genau, das machen wir seit 3,5 Jahren den ganzen Tag. Und das kann ich auch noch in den nächsten 30 Jahren machen. Super. Nun war das meine letzte Frage. Ich bedanke mich ganz vielmals bei Robert Stadlober. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank. Das waren sehr interessante Fragen. Ja. Schön warm. Vielen Dank. Ja, danke. Und ich wünsche meinen Zuschauern eine gute Nacht. Nachti.